Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wie gewünscht mal wieder meinen geliebten Master Yi im Jungle. Deswegen auch ein Ranked Game. Ja, wir befinden uns immer noch in der Preseason 9. Und ich kann noch ein bisschen an meiner MMR arbeiten und hoffe, das funktioniert auch. Da hatte ich schon wieder einen leichten Lag. Also ich glaube, ich muss doch mal meinen Internetanbieter kontaktieren. Das gefällt mir gar nicht, dass ich inzwischen andauernd Lags habe. In Warcraft 3 ist mir das richtig aufgefallen. Hier noch nicht ganz so extrem. So, da kommen die anderen. Nee. So, ein bisschen Schaden ausgeteilt. Kann man auch nochmal ganz schnell back. Kann ich meinen Trank nochmal auffüllen? So. Ja, ich habe natürlich auch meine Umfrage genau im Auge. Zuletzt waren es 66% von Zuschauern, die lieber League of Legends sehen wollen als Warcraft 3. Und somit gibt es jetzt natürlich auch mal wieder eine Runde League of Legends. Was mich nur zuletzt so gewundert hat, unter den League of Legends Videos waren kaum noch Kommentare. Und ja, auch die Likes sehr, sehr wenig geworden. Und da dachte ich einfach, es besteht wenig Interesse. Und deswegen finde ich diese Umfragen richtig geil. Also liebe Zuschauer, wenn ihr League of Legends sehen wollt, lasst mir ruhig mal einen Daumen nach oben da. Das motiviert und freut mich natürlich tierisch. So. Zed kriegt schon ein bisschen Hauer. Mal gucken, ob die Akali gleich nochmal ein Go macht. Alter, hat der schon kassiert. First Blood für Trinna mehr auf der Toplane. Stirbt aber auch. Schade. Nee, ewig warten kann ich hier nicht. Tut mir leid, Zed, mein Freund. Ah, da stirbt er. Upp. So. Ja, und ich muss natürlich aufpassen, denn im gegnerischen Jungle befindet sich eine Y. Und ja, die wurde natürlich gepickt, um mich zu countern. Kann auch schon passieren, dass sie hier oben rumrennt. Jo, mein lieber Zed. Sonst solltest du aber mittlerweile wissen, wie stark eine Akali sein kann. Oh, da oben ist die Y. Nee, alles cool. Und mit weiter hier Power Jungeln. Jetzt nochmal die Q skillen. Drin, dann macht da oben Druck. Ja, ist genau rechtzeitig weg. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, genau. Weil er mich natürlich unter den Tower. Nein, spuckt. Genau das habe ich mir gedacht. Damn it. Ich wollte noch weg. Hab sogar geflasht und bin trotzdem nicht weggekommen. Eieieiei. Oh, jetzt muss ich erstmal schnell auf mein Level 6. Sieht überall nicht so doll aus.
Ich glaube, gegen das Team werde ich mir sogar mal die Ninja-Tabis holen. Kali könnte auch noch kommen. Nicht weiter. So, Zetrom nach oben. Weiß ich nicht, ob der den Tarm klein kriegt. Ja doch, der hat ja gar kein Leben mehr. Aber er muss natürlich aufpassen bei diesen vielen Minions. Ja gut, mit Ult, aber trotzdem knapp, ey. Das ist natürlich krass, guckt euch das Leben von Zed an. Akali immer noch miss. AFK gegangen sein wird die nicht. Ah ne, da unten war sie. Alles klar. Hat aber keinen Kill auf der Botlane gekriegt. Das ist sehr, sehr gut. Nach diesem Creep-Spot werde ich erstmal wieder Base gehen. Die macht einen Drake. Okay, muss da abbrechen. Hat die Botlane gut aufgepasst jetzt? Allgemein schwer hier was zu ganken. So. Jetzt holen wir uns erstmal die Akali. Oh lol. Oder auch nicht? Oder auch nicht? Lol. Puh. Wow, wow, wow. Okay, derweil lassen wir mal kurz den Red Buff. Hab keinen Smite, hab nix ready. So, und weiter runter auf die Botlane. Noch kein Kill für den armen Rami. Nochmal voll heilen. Etwas,
und raus. Alter, nein! Boah, ist der fett. Ey, den kriegst du nicht down. 6 Kills. Na gut, einen hat er oben auf der Top-Lane von mir gekriegt. So, schnell weiter jungeln. Ah, der ist richtig fett. Okay, Gegner haben den Drake. Und Zed lebt verflucht gefährlich. Nein. Oh, er kommt, glaube ich, sogar raus, Leute. Ja, das ist aber schön verarscht. 3 Mann waren hinter ihm her. Boah, der hat drin da vor den Kopf gekriegt. Alter! Boah, wie lange ich mich nicht bewegen konnte. Boah! Boah, jetzt hat er Tower Agro. Hau auf die Y! Auf die Y! Jawohl! Boah. Der ist mal wirklich Monster. Junge, 1-3 mit I. Was ist los? Ich glaube, ich muss wirklich wieder mehr LOL spielen und richtig tryharden. Das ist ja mal richtig krass. Ich kann nur den Tower deffen, mehr geht hier nicht. So, Y hat natürlich auch einen Spawn-Timer für meinen Red Buff. Schade, ist rausgekommen. Ich will da aber auch nicht hinterher. Wenn die Y da rumtanzt, bin ich Geschichte. Warum macht er denn schon wieder? Da braucht man gar nicht hinzugehen.
Machen wir die Krabbe noch. Und jetzt gehen wir Botlane-Kills holen. Wenn die es nicht schon wieder wüssten. Dammit. Da dachte ich mir, der Flash wäre besser. Und war er auch. So. Die wollen den Tower. Komme Leute, durchhalten, durchhalten. Und doppelt mit einer Q. Jawohl, und er kriegt den Tarn. Da kommt die Y. Damit gehe ich erst wieder zurück. Nicht weiter greeden. Ich muss natürlich aufpassen, dass die den Drake nicht kriegt hier. Das war Russ. Volle Fokus fällt natürlich auf mich, aber den Drake habe ich bekommen. Jetzt mein Blade. Also ich komme langsam rein, aber das ist natürlich... Ja, hier. Trinder mehr nur am Split pushen. Das ist... Ja, ist halt Trinder mehr. Ja! Was? Was, Junge? Was machst du? Jetzt eine Q von der Morgana. Komm. Ah! Ich hätte mich weggeschmissen. Alter Zed, was soll denn das? Chase über die halbe Map. Und er kriegt sie doch noch. Was ist hier los? Komm, komm, komm. LOL. Oh Mann, oh. Das gibt's doch nicht, ey. Nee, ich wollte ja Ninja-Tabis, hatte ich ja gesagt. Zack. Und danach dann Rageblade, ist klar. Ja, Zed, du brauchst mein Red. Naja.
Das Monster ist hinter der Sona her. Brauchen wir gar nicht mehr hinzugehen. Ja, was pinkst du da? Glaubst du, ich gehe da hin? Da sind drei. Immer schnell weg. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir da was machen können. Eieiei. Komm. So, die auch noch. Puvi ist da. Na, vielleicht mit dem gleich mal zusammen in Ranked. So, können wir uns auch noch holen. Jetzt erstmal auf zum Drake. Nein, haben sie schon. Da kommen auch noch die anderen. Da habe ich meine Ult ein bisschen früh gestartet. Ah, nee. Wir rasieren uns durch. Geh da hin! Los, Zed, du auch! Ich follow. Jawohl! Er hat den Varus schon mal. Kommt, kommt, kommt! Oh, ich brauch so lange. So. War ja noch einer? Nein.
So. Erstmal Base. Rageblade. Und danach gehen wir auf Schutzengel weiter. Oh, drin da. Jo, Mitte braucht Hilfe. Wort gleich mal wieder clearen. Ah! Da kommt einfach nicht. Na gut, jetzt kann er durchpushen. No. Scheiße. Okay. Mehr ging nicht. Hatte leider keine Ult. Aber jetzt kommt Trinda. Der kann sie noch aufhalten. Oh, so nicht. Ah. Ah, ich bin zu lange tot. Aber Zed kann wieder hingehen. Haben wir auch gleich wieder da? So einer labert einfach zu viel.
So. Ah, hätte ja klappen können. Da wieder am Split pushen. Ja. Jetzt könnte es zum letzten Fight kommen hier. Nee, das macht doch so keinen Sinn, Leute. Ich weiß es nicht, was ihr da treibt. Donna und Doris. Was soll ich machen? Das müssen wir natürlich erstmal rauspushen. Hole ich mir die da oben. Und back. Reicht fürs Derax. So. Mein Schutzengel habe ich halt immer noch. Schade nur, dass ich jetzt noch die Ult ausnutzen musste. Sekunden noch bis Ult. Erstmal Mitte gehen. Komm.
Ja, einen Drachen haben sie auch. Ja, uns fehlt jetzt der Engage mit Trinder. Ich hol mir nochmal einen Trank. Puh. Ja, die brauchen jetzt nur noch Toplane. Trinder ist gleich wieder da. Unten. So. Baron. Haben wir. Nee, Roy kommt nicht. Ich dachte, die kommt jetzt. Und ich nehme mir wieder ein Elixier mit. Wir können das Ding gewinnen, da bin ich mir sicher. Schon 39 Minuten. Ich stehe gleich da auf. Jawohl. War ein geiler Teamfight. Puh. Alter, was eine krasse Scheiße. Aber 17-8. Boah. Das Ranked immer so anstrengend sein muss. Was ist hier los? 22 Sekunden könnte reichen. Mir tut der Tarm so ein bisschen leid. Wenn wir den noch im Team gehabt hätten, ey. Mann, hätten wir die niedergemacht. Aber so ist es eine übel spannende Runde geworden. Und wenn es euch auch gefallen haben sollte, würde ich mich tierisch über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht, wenn ihr noch nicht habt, sogar ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.